Garten bewässern, harken, mähen. Gardena-Produkte gibt's in fast allen Haushalten. Perfekt. Gardena ist ein gutes Produkt. Viele schwören seit Jahrzehnten auf die Marke aus dem Südwesten. Vom Rasenmäher bis zur Akku-Heckenschere ist alles dabei. Besonders beliebt Rasensprenger. Im Stadion vergleichen wir Gardena mit der Konkurrenz. Ah, guck mal, der müsste eigentlich viel früher stoppen, weil auf der Fläche will ich ja gar kein Wasser haben. Auch im Labor erstaunliche Ergebnisse. In puncto Nachhaltigkeit decken wir auf. Nicht immer klebt das FSC-Siegel für Holz zu Recht auf den Produkten. Wir haben hier eine Fehldeklaration und möglicherweise illegales Holz. Deutschlands Gartengigant im Test. Marktcheck checkt Gardena. ...2237 Sonnenstunden im Jahr 2020. Damit ist Leinfelden-Echterdingen eine der sonnenreichsten Städte im Südwesten. Wer hier einen Garten hat, muss viel wässern, harken und jäten, hat jede Menge zu tun und braucht dafür die passenden Gartengeräte. In der Gartenstraße wollen wir wissen, wer hat Gardena-Produkte und wie zufrieden sind die Hobbygärtner hier? Das kennen Sie ja, das sind die Sachen, die man hier wunderbar auswechseln kann. Okay. Und wie sind Sie damit zufrieden? Gut, geht gut, ja. Also schöner breiter Besen, breiter als die anderen. Also ich arbeite mit dem lieber als, wir haben noch einen anderen, aber der liegt einfach besser in der Hand. Den haben wir viele, viele Jahre schon. Bestimmt 25 oder noch so länger. Lange? Ja. Okay. Die sind unverwüstlich. Auch die anderen Steckaufsätze haben die Zeit anscheinend fast unbeschadet überstanden. Die Nachbarin um die Ecke hat ebenfalls Gardena im Schuppen. Bin zufrieden. Ja? Ja. Ist irgendwie, gab es schon mal Probleme mit irgendwas? Nee. Funktioniert? Ja. Das ist nicht mal das rausgegangen oder so. Und seit wann haben Sie das in etwa? Oh, jetzt warten Sie, lassen wir überlegen. Also über 10 Jahre. Und auch er hat schon lange diese Marke in seiner Garage. Gardena. Perfekt. Gardena ist ein gutes Produkt. Ja. Irgendwelche Probleme? Nee. Ja. Rost? Das überhaupt nicht. Seit wann haben Sie denn die Sachen ungefähr? Werden schon in 10 Jahre bald sein. 2/3 unserer Befragten besitzen mindestens ein Produkt von Gardena. Wie gut diese sich wirklich über die Jahre gehalten haben, wollen wir testen. Kaufen den Besitzern einige ihrer alten Geräte zum Preis eines neuen ab. In einem Labor wird sie sich ein Experte ganz genau anschauen. Was da wohl rauskommt, gleich mehr dazu. Gardena, der Gartenriese aus dem Südwesten. Deutschlands Marktführer bei Bewässerungsprodukten, mechanischen Schneidwerkzeugen und bei klassischen Gartengeräten. Mehr als 300 Artikel hat das Unternehmen aus Ulm im Angebot. Der weltweite Umsatz ist im vergangenen Geschäftsjahr um 12% auf mehr als 1 Milliarde Euro gestiegen. Das sind viele Nullen. Gardena war auch im 2. Pandemiejahr ein Corona-Gewinner. Zu Recht. Wir checken die Qualität. Das ist einer der Bestseller von Gardena, der klassische Rasensprenger. Fachbegriff Viereckregner. Die Allzweckbewässerungswaffe für Rasen und Beete. Wir wollen wissen, wie schlägt sich die Gardena-Variante im Vergleich zur Konkurrenz? Im Südweststadion in Ludwigshafen bitten wir zum Duell. Gartenexpertin Heike Bomgarten bringt die Kontrahenten zum Start. Diese vier Regner treten gegeneinander an. Der Gardena Viereckregner Aqua Zoom L. Der Amazon-Bestseller von Grüntech. Ein Viereckregner von Fiskars. Und ein günstiger Sprenger der Bauhaus-Eigenmarke Neptun.
Das Gardena-Modell macht erstmal einen ordentlichen Eindruck. Wirkt stabil, kann ich nicht anders sagen. Ist von der Einstellung relativ einfach, also erklärt sich ganz einfach. Viel Wasser, wenig Wasser. Was gut ist, natürlich Metall hier auf dem Rasen. Bisschen stabiler, das geht nicht gleich kaputt, wenn man es umstellt oder mal Fußball spielt und drüber stolpert. Das muss man ja bedenken auf dem Rasen. Die Sprenger der Konkurrenz haben solche Metallstreben nicht. Sie bestehen alle quasi vollständig aus Kunststoff. Und welcher Rasensprenger spritzt am weitesten? Für große oder schmale Gärten ist das oft ein entscheidender Faktor. Der AquaZoom L von Gardena spritzt kerzengerade los. Aber wie weit kommt er? Heike Baumgarten hat ihn auf die größtmögliche Weite eingestellt und markiert die Stelle. Dann wird nachgemessen. 14,10 Meter. Nur in eine Richtung gemessen, wohlgemerkt. Jetzt geht Grüntech an den Start. Wieder misst die Expertin nach. Und diesmal steht das Hütchen weiter vorne, bei 10,20 Meter. Das sind rund 4 Meter weniger als Gardena. Kommt der Viereckregner von Fiskars weiter? Hier fällt auf, die einzelnen Wasserstrahlen schießen kreuz und quer. Und der Begrenzer zum Einstellen der Schwenkweite dreht sich mit, obwohl er das nicht soll. Ah, guck mal, der müsste eigentlich viel früher stoppen, weil auf der Fläche will ich ja gar kein Wasser haben. Was ist denn hier los? Das darf doch überhaupt nicht hier rüberspülen. Ah, das hat Spiel. Eigentlich ist es nach vorne arretiert, aber das macht es einfach nicht. Und deswegen kommt es hier runter. Bei der Weite reiht sich Fiskars mit 12 Metern zwischen Gardena und Grüntech ein. Jetzt der günstige Sprenger von Bauhaus. Heike wählt wieder die Einstellung mit der größtmöglichen Weite. Ergebnis? Bei 9,40 Metern ist Schluss. Der günstige kann also mit den teureren Viereckregnern nicht ganz mithalten. Sieger in dieser Disziplin, Gardena. Gardena hat eine super Reichweite gehabt und ich fand auch so ein sauberes Sprühbild. Anders kann man das gar nicht sagen, sah schön aus. Also sehr gleichmäßig und hat auch nicht sehr viel nach hinten versprüht. Das Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Remscheid. Dominik Paschalidis nimmt hier die vier Rasensprenger noch mal genau unter die Lupe. Er kontrolliert die Leichtgängigkeit der Regler und testet alle Funktionen. Und auch hier streikt die Schwenkeinstellung des Fiskars-Modells. Auch wenn er jetzt am Anschlag ankommt, fängt er dann an, in die andere Richtung weiterzudrehen. Wir fragen bei Fiskars nach. Man antwortet uns: Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt ist dabei bislang noch nicht aufgetaucht und uns auch noch von keinen Kundinnen zurückgespielt worden. Wir werden Ihre Beobachtung sehr gerne an unsere Produktentwicklung weitergeben, denn nur durch solches Feedback können wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und dadurch noch besser machen. Komisch, denn im Labor handelt es sich um ein anderes Exemplar als beim Stadiontest und auch bei einem dritten das gleiche Problem. Keine Beanstandungen hingegen beim günstigen Modell von Neptun. Weiter mit dem Sturztest. Aus einem Meter Höhe müssen die Kandidaten 10 Stürze aushalten, ohne kaputt zu gehen. So schreibt es die DIN-Norm vor. Ergebnis? Es gibt zwar kleinere Blessuren, die aber sind im Rahmen des Erlaubten. Jetzt zur Druckprüfung. Dazu werden die Düsen der vier Sprenger zugeklebt. Um das strenge VPA-Siegel zu bekommen, müssten die Geräte nun einem Wasserdruck von 12 Bar standhalten, ohne zu bersten. Gepumpt wird von Hand. Beim Sprenger von Gardena läuft zwar etwas Wasser aus, das ist aber in Ordnung. Jetzt das Modell von Grüntech. Langsam wird der Wasserdruck erhöht. Und plötzlich... Bei 7,5. Das ganze Ding. Total schon, ja. Bis 12 Bar hätte er schon halten sollen. Der Produzent schreibt uns dazu: Wir sind in der Qualität unserer Produkte überzeugt und wir halten stets die Qualitätskontrollen auf hohem Niveau. Wir vermuten, dass unser Produkt bei dem Versand oder vor dem Test gefallen und beschädigt wurde. Laut Labor war unser getestetes Produkt vor der Druckprüfung in einem einwandfreien Zustand. Das Modell von Fiskars hingegen hält dem Wasserdruck stand. Und auch das Gerät der Bauhaus-Eigenmarke Neptun platzt nicht. Zurück ins Sportstadion nach Ludwigshafen.
Nächste Disziplin. Wie gleichmäßig verteilen die Sprenger das Wasser? Dafür platzieren wir insgesamt 100 Wassergläser und lassen die Sprenger nacheinander für einige Minuten laufen. Zuerst das Modell von Gardena. Da sieht alles gut aus. Und auch bei Grüntag werden alle Gläser gleichmäßig voll. Fiskars geht mit einem technischen Defekt an den Start, schwenkt nicht richtig hin und her. Ja, das Spritzbild, wenn ich mir das so angucke, ist es überall hier gleichmäßig. Nur da, wo die Mechanik versagt hat, das heißt, er hat ja überhaupt nicht nach hinten gependelt. Da sieht es ganz anders aus und da, wo die Mechanik nicht funktioniert hat, da ist wirklich im letzten Glas gar nichts drin. Der Günstigsprenger von Bauhaus hingegen bringt die Leistung. Alle Gläser sind gleich voll. Siegerehrung im Rasensprenger-Wettkampf nach allen Disziplinen. Bronze geht an Grüntag. Den hohen Testdruck hat der Sprenger nicht ausgehalten. Der günstigste liegt überraschend auf Platz 2. Gold geht an den Platzhirschen Gardena. Fiskars geht wegen technischer Probleme leer aus. Eine Kleingartensiedlung, ebenfalls in Ludwigshafen. Hier treffen sich Vereinsvorsitzender Robert Streckfuß und Gartenbauwissenschaftler Lukas Mackle. Sie wollen dem Kirschlorbeer an den Kragen. Und das sind ihre Waffen. Akku-Heckenscheren. Natürlich eine von Gardena. Eine Schere von Bosch. Eine günstigere Variante von Einhell. Und ein deutlich teureres Gerät von Stihl. Wie wird sich die Heckenschere von Gardena schlagen? So, die erste also, liegt ziemlich gut in der Hand. Schön ausgeglichen. Ich denke mal, man kann gut damit arbeiten. Dann man ran an die Hecke. Die dünnen Äste schneidet ziemlich gut. Und sie schafft auch dickere. Doch manche Schnittkanten fransen aus. Weiter geht's mit der Heckenschere von Stihl. Sie ist 800 Gramm schwerer als die Gardena. Die schwerste in unserer Stichprobe. An der Hecke schlägt sie sich gut. Auch dickere Äste sind kein Problem. Die Schnittkanten sind sauber. Man merkt schon, sie geht ein bisschen leichter durch. Also man muss nicht so oft über dieselbe Stelle fahren. Weitere Qualitätsmerkmale lassen wir in einem Fachlabor untersuchen. Gunther Mössinger und Holger Krumme schauen sich das Innenleben der Scheren genau an. Das Gerät von Stihl ist auffallend robust verarbeitet, aber auch Gardena überrascht die Techniker. Da überzeugt das Kugellager und auch das Chassis und das Getriebe, was aus Metall ist, was natürlich auch dann für die Langlebigkeit positiv ist. Die Verarbeitung bei Bosch und Einhell ist im Vergleich weniger überzeugend. So haben die Geräte zum Beispiel nur Gleitlager statt Kugellager. Zurück in die Kleingartenanlage. Als nächstes die Heckenschere von Bosch. Der erste Eindruck ist gut. Doch es zeigt sich, dickere Äste sind eine Herausforderung. Also das ist jetzt schon mal ein Unterschied, dass sie so direkt blockiert, sobald dann ein bisschen dicker ist. Ähnliches Problem bei der Schere von Einhell. Wichtig gerade für größere Hecken die Akkuleistung. Die Geräte von Gardena, Stihl und Einhell geben die Leistung mit 2 Amperestunden an. Bosch schreibt 2,5 auf seinen Akku. Aber was heißt das in der Praxis? Wir wollen wissen, welche Akku-Heckenschere hält am längsten durch. Dazu lassen wir alle 4 Geräte mit vollgeladenem Akku in einer Trockenübung gleichzeitig laufen. Nach 43 Minuten macht Gardena als erste schlapp. 1,5 Minuten später gibt Stihl den Geist auf. Nach 57 Minuten ist bei Einhell Schluss. Nur die Bosch-Heckenschere läuft und läuft und läuft. Erst nach 1 Stunde und 28 Minuten geht sie aus.
Eine Leerlaufübung ist nur ein Anhaltspunkt. Unter Last könnte das Ergebnis anders aussehen. Trotzdem fragen wir bei Gardena wegen der kurzen Laufzeit nach. Wir treffen uns mit dem Pressesprecher im Ulmer Showroom. Sie haben das Set getestet mit dem 2-Ampere-Stunden-Akku und unsere Erfahrung ist, dass diese Laufzeit für den typischen Gartenanwender auch absolut ausreichend ist. Wenn Sie mehr Akkuleistung und längere Laufzeiten brauchen, können Sie natürlich im System auch einen stärkeren Akku verwenden. Sie sehen, es gibt auch einen 2,5-Ampere-Stunden-Akku und es gibt auch einen großen hier mit 4-Ampere-Stunden. Übrigens verwenden Bosch und Gardena das gleiche Akkusystem. Die Akkus der Geräte sind also austauschbar. Und wie lange dauert es, bis die Geräte wieder einsatzbereit sind? Das haben die Techniker im Labor untersucht. Bei manchen Modellen ist Geduld gefragt. Vor allem bei Gardena. Fast 2 Stunden vergehen, bis der Akku wieder voll ist. Deutlich kürzer, trotz größerer Akkukapazität, die Ladezeit bei Bosch. Stihl liegt im Mittelfeld. Am schnellsten geht es bei Einhell. Bei unserem Heckenscherentest schneidet Bosch mäßig ab, hat aber den besten Akku. Bei Einhell sieht es ähnlich aus. Andersrum ist es bei Stihl. Schneiden gut, Akku schlecht. Das gilt auch für die Schere von Gardena. Wie gut sich Akku, Rasenmäher und Gartenrechen schlagen? Gleich. Doch zuerst kümmern wir uns ums Image. Wer einen Baumarkt betritt, kommt an den türkis-grau-orangenen Gartenprodukten nicht vorbei. Rechen, Haken, Schaufeln. Seit 56 Jahren mischt Gardena den Gartenartikelmarkt auf. Die Regalwände teilt sich Gardena mit Fiskars, Wolfgarten und Baumarkt-Eigenmarken. Aber kann Gardena mit seinen Preisen punkten? Wir packen Einkaufswagen mit vergleichbaren Produkten und rechnen zusammen. Ergebnis? Fiskars ist am teuersten. Dahinter Gardena. Etwas günstiger ist Wolfgarten. Die No-Name-Produkte sind sogar deutlich günstiger. Beim Preis der Markenprodukte gibt es also wenig Unterschiede. Warum wird Marktführer Gardena dennoch am meisten gekauft? Es gibt Untersuchungen über die Stärke von Marken. Wie viel Vertrauen haben Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber Marken? Wie viel Qualität schätzen sie dort ein? Und in diesen Untersuchungen schneidet Gardena recht gut ab. Es gibt eine starke Markenbindung. Wir machen ein Experiment, haben Farben und Logos von 4 Gartenscheren übermalt. Welche Schere wird in diesem Blindtest von Passanten am besten bewertet? Vor einem Baumarkt in Mainz bitten wir zum Probeschneiden. Welche schneidet am besten? Das liegt aber daran und nicht an der Schere. Okay. Wohlgemerkt. Weiter? Nächste. Etwas leichter. Mhm. Etwas viel leichter hätte ich jetzt. Geht das so weiter? Das sollen wir probieren. Etwa gleich. Ja. Jetzt kommt die Nummer 1. Die Nummer 1 ist die auch die beste. Die Nummer 1. Bisschen leichter oder rein gefühlsmäßig? Mhm. Wollt ihr mich anschmieren? Nö. Also ich habe jetzt das Gefühl, oder ihr Arm ist jetzt richtig eingearbeitet. Okay, also ich sag die. Nummer 1 ist die beste? Ja. Ja, decke ich mal auf. Nummer 1 ist Gardena. Ah. Nummer 2 ist Wolf. Okay. Nummer 3 ist Fiskars. Nummer 4 ist Norne, ein Billigprodukt. Aber gut, der hat sich ein bisschen angestrengt, aber so schlecht war der nicht. Also ich glaube, ich würde die 2 nehmen. Ja. Weil die liegt so ganz gut in der Hand und schneidet auch ganz gut. Ich sag's Ihnen mal, also ja. Die ist von Wolfgarten. Wolfgarten. Ich hab gedacht, ich greife zu einer anderen Marke. Ja. Welche finden Sie am besten? Vom Schneiden her war die am besten. Ja, zeig ich Ihnen mal, das ist also ein No-Name-Produkt, günstiges. Welche fanden Sie noch gut? Die denn? Das ist Gardena. Oh, da habe ich gar nicht schlecht klingen. Aber daran sieht man, No-Name und das, Wahnsinn. Ergebnis des Blindtests, 4 von 10 würden Gardena kaufen. Dicht gefolgt von Wolfgarten. Fiskars geht leer aus. 2 würden die No-Name-Schere wählen. Jetzt drehen wir den Spieß um, lassen die Gartenscheren offen testen. Die Passanten wissen also, welche Schere von welcher Marke kommt. Wie schneidet Gardena jetzt ab? Also die Gardena von der Schneider natürlich wird einfach das Beste. Das ist mal einfach so sagen. Wieder. Gardena. Hm? Warum war die jetzt besser? Weil die einfacher durchging. Wenn Sie jetzt wählen würden, was müssen Sie nehmen? Gardena. Gardena. Wieso Gardena? Das ist eine ziemlich gute Sache. Also Rasenmäher hat eine sehr gute
der Wolf hat nicht so besonders. Ja, deshalb ist auch die Schere besser. Ist die Marke sichtbar, greifen deutlich mehr zu Gardena. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher können nicht einschätzen, was denn nun eine bessere und eine schlechtere Qualität ist. Und das sind dann immer Situationen, in denen man gerne auf eine starke Herstellermarke als Vertrauensmerkmal zurückgreift. Das heißt, man denkt, dass die starke Marke, die man kennt, Gardena, seit vielen Jahrzehnten in Deutschland sehr populär, auch die bessere Qualität bietet. Und das ist der Grund dafür, weshalb hier die Marke Gardena so eine wichtige Rolle spielt. Und so wurde Gardena zur starken Marke. Das Unternehmen wird 1961 durch die Kaufleute Werner Kress und Eberhard Kastner in Nürnberg gegründet. Ein Jahr später wird der Firmensitz nach Ulm verlagert. Zu Beginn geht es nur um den Import und Vertrieb von klassischen Gartengeräten aus Frankreich. Die beiden Chefs wollen 1966 auch eigene Produkte herstellen und einigen sich in einer Stuttgarter Weinstube auf den Markennamen Gardena. Der Legende nach, weil die Unternehmer oft und gerne im Grödnertal in Südtirol Urlaub machten und der italienische Name des Grödnertals lautet Val Gardena. Das legendäre Schlauchverbindungssystem wird im Jahr darauf auf der Kölner Eisenwarenmesse vorgestellt und ist ein Jahr später im Handel erhältlich. 1973 führt Gardena mit der Rasenkantenschere Akku als erster Hersteller ein kabelloses Gartengerät ein. 4 Jahre später erfindet Gardena das noch heute verwendete Ein-Stiel-System, Eingriff mit vielen Wechselaufsatzgeräten. 1985 automatisiert Gardena die Gartenbewässerung, führt den Bewässerungscomputer ein. 1993 Gardena eröffnet in Tschechien die erste Produktionsstätte im Ausland. Das Ende des Familienunternehmens wird 2002 besiegelt. Gardena wird an eine schwedische Beteiligungsgesellschaft verkauft. Später für 730 Millionen Euro an den Gartengerätehersteller Husqvarna weiterverkauft. Heute arbeiten in Deutschland rund 2280 Mitarbeiter. Der aktuelle Slogan heißt Realize Your Gardening Dreams, also mach deine Gartenträume wahr. Und genau das möchten wir den Gartenfreunden ermöglichen. In seinen Werbespots setzt Gardena daher voll auf die digitalisierte Gartenarbeit. Motto: Alles läuft von ganz allein. Man muss sich um nichts kümmern. Aber die Gartenbewässerung von unterwegs steuern? Zieht das bei den Kunden? Wir zeigen den Spot Passanten. Beim Runterwedeln durch den Hochschnee mal eben gucken, was der Garten macht, das ist schon toll. Ne? Meinst du es jetzt ironisch? Ja, ja. Das ist bescheuert. Also das denke ich sofort an Gefrieren und an Kalt und dann denke ich natürlich nicht an, ich spreng jetzt meinen Rasen. Braucht man nicht, im Winter gibt es keinen Rasen. Gibt Schnee. Nice jetzt to wirklich. Have, aber ja. Ja, also vollkommen Quatsch. Also sorry, finde ich jetzt nicht notwendig. Wir konfrontieren Gardena mit dieser Kritik. Werbung muss natürlich ein wenig polarisieren und muss natürlich auch die Botschaft in aller Kürze auf den Punkt bringen. Hier ging es darum, dass man sagt, jederzeit und von überall können Sie die Steuerung in Ihrem Garten übernehmen. Und da ist natürlich die Skipiste so ein Extrembeispiel. Aber allein die Tatsache, dass Sie und andere da aufgemerkt haben, zeigt ja, man hat genau an dem Punkt innegehalten und darüber nachgedacht. Den Nerv der Zeit trifft Gardena damit auf jeden Fall. Gardena verbindet auf diese Weise zwei Trends. Erstens den Gartentrend, der Garten als eigene Oase in einer immer schnelleren und hektischen Welt, für die man auch gerne Geld ausgibt. Und der Trend des Smart Home, dass man im eigenen Haushalt alles elektronisch steuern und überwachen möchte. Und da passt Gardena mit seinen Produkten und seiner Premium-Bekanntheit sehr gut hinein. Ergebnis beim Image: Platzhirsch Gardena punktet mit seinem guten Ruf. Neue Trends werden zwar aufgegriffen, aber das überzeugt nicht jeden Kunden. Nächster Check: Nachhaltigkeit. Gardena wirbt mit besonders langlebigen Produkten. Wie sieht das in der Realität aus? Andreas Woll aus Kaiserslautern wollte weniger Zeit und Wasser mit Gießen verschwenden und installierte in seinem Garten eine automatische und zentral gesteuerte Bewässerungsanlage von Gardena. Vor 7 Jahren hat Marktcheck ihn beim Einbau begleitet. Es war viel Arbeit, hat viel Geld gekostet. Rund 1.400 Euro Materialkosten. Doch er war mit dem Ergebnis damals zufrieden. Ich würde es sicherlich noch mal machen, weil ich durchaus auch vom Prinzip her für derartige Projekte durchaus empfänglich bin. Und wie sieht es heute aus?
Wieder sind wir zu Besuch in der Pfalz. Der Rasen strahlt in saftigem Grün. Doch Andreas Woll ist nicht zum Lachen zumute, denn er hatte im Laufe der Jahre viel Ärger. Die Ersatzteilliste ist lang. Also ich habe nachbestellt wegen Funktionslosigkeit einen kleinen Versenkregner, zwei Stück. Danach die mittlere Größe von dem Versenkregner und noch zwei große Versenkregner, die dann auch defekt waren. Den Spiralschlauch hinten für die Nutzgartenbewässerung, dann Dichtungsringe, 10 Stück. Ich habe diese Anschlussteile für die Ventilboxen nachbestellt, insgesamt 6 Stück. 150 Euro hat er zusätzlich ausgegeben. Viel ärgerlicher der Zeitaufwand. Weil da stecken viele, viele Stunden Arbeit dahinter. Der Ursachenanalyse und letztendlich auch des tatsächlichen Austausches. Und der ist eher ärgerlich. Besonders der jährliche Aus- und Einbau der kaum dicht zu bekommenden Ventile zum Winter und Sommer hat sich als äußerst fummelige und zeitintensive Arbeit herausgestellt. Dabei sah das damals in den Werbevideos ganz anders aus. Gießzeit wird Freizeit. Die neuen Gardena Bewässerungscomputer. Ach, lach nur mal. Die waren zu schön gemalt, die waren wie aus einem Märchen. Davon träumt man selbstverständlich, gar keine Frage. Aber das richtige Leben zeigt, dass da doch das ein oder andere anders ist. Produkte, die nach kurzer Zeit und immer wieder defekt sind, ist das noch nachhaltig? Gardena meint, so sei dies eben mit Verschleißteilen. Und wie sieht es bei den alten Gartenprodukten aus, die wir von Anwohnern in Leinfelden-Echterdingen gekauft haben? Im Labor nimmt sie Piero Horsch im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe. Und er kann kaum glauben, was er sieht. Bei allen Werkzeugen, die wir hier sehen, auch bei dem Grober, absolut verwendungsfähig. Und was auffällig ist bei diesen Produkten, wir haben hier gar keinen Rotrost, geschweige denn auch anderen. Für diese lange Zeit überrascht mich das schon. Wäre das Ergebnis anders ausgefallen, hätte man die Produkte auch noch tauschen können. Denn Gardena gibt für Gartengeräte wie diese 25 Jahre Garantie. Gardena will aber nicht nur mit nachhaltigen Produkten punkten, sondern gibt sich auch als Unternehmen umweltfreundlich. Einer aktuellen Studie zufolge hat Gardena eine der besten CO2-Bilanzen von 2000 deutschen untersuchten Unternehmen. Es gibt zum Beispiel keine Produkte mit Benzinmotoren. Die Einführung von komplett kunststofffreier Verpackung ist geplant. Gardena produziert vieles in Deutschland, zum Beispiel Schneidgeräte und Bewässerungsprodukte. Die allermeisten Produkte von Gardena haben einen hohen Kunststoffanteil. Griffe, Gehäuse, Stiele, alles Plastik. Aber wie umweltbewusst ist das Material, das Gardena verwendet? Wir machen eine Stichprobe mit diesen 5 Produkten, die zu den Bestsellern gehören. Sind Schadstoffe im Kunststoff enthalten? Im Prüf- und Forschungsinstitut in Pirmasens lassen wir die Artikel testen. Die Experten suchen nach Phthalaten, PAC, Cadmium und Blei. Alles verbotene, gesundheitsgefährdende Stoffe. Das Ergebnis? Keine Rückstände. Alles einwandfrei. Einige Gardena-Produkte haben Griffe oder Stiele aus Holz. Diese sollen alle, wie bei diesen 3 Beispielen, aus nachhaltiger FSC-Waldwirtschaft stammen. Doch stimmt das auch? In einem Labor lassen wir die Holzherkunft von den 3 zufällig ausgewählten Gardena-Produkten checken. Durch eine sogenannte Isotopenanalyse können die Experten bestimmen, woher das Holz stammt. Ergebnis: Bei Harkenstiel und Heckenscherengriff stimmt die Angabe, beim Spatenstiel nicht. Das Holz stammt nicht wie angegeben aus den USA, sondern höchstwahrscheinlich aus dem russisch-chinesischen Grenzgebiet. Wir zeigen das Ergebnis Johannes Zahnen, Holzexperte des WWF. Wir haben hier eine Fehldeklaration und möglicherweise illegales Holz. Das ist ein ziemlich krasser Verstoß. Und wenn das tatsächlich aus Russland stammen sollte, dann sind damit starke ökologische
Schäden verbunden. Denn das sind Wälder, in denen der sibirische Tiger unterwegs ist. Wir brauchen diese Wälder fürs Klima. Ein Spatenstiel mit falsch deklariertem Holz? Wie kann das sein? Wir fragen bei Gardena nach. Dort ist man überrascht und schiebt die Schuld auf den Holzzulieferer. Hier beziehen wir natürlich Materialien auch von einem Vorlieferanten, der uns über ein Zertifikat mitgeteilt hat, dass dieses Produkt FSC zertifiziert ist. Wir haben Ihr Testergebnis zum Anlass genommen, hier nochmal in die kritische Diskussion zu gehen. Und er hat uns mitgeteilt, dass es Lieferengpässe mit Holz aus den USA gab und dass er es deswegen durch andere Hölzer ersetzt hat. Aber das ist doch nicht okay, einfach dann anderes Holz zu nehmen aus anderen Ländern. Nein, das ist auch nicht in Ordnung und das werden wir auch entsprechend mit dem Lieferanten deutlich zur Sprache bringen und haben dies auch bereits getan. Laut Gardena kommt das Holz von einem Produzenten aus China. Wenn ein Unternehmen mit Holzprodukten handelt und vor allem, wenn es international produziert und auch das Holz beschafft, ist es extrem wichtig, dass man seine Produzenten im Griff hat, die regelmäßig überprüft und tatsächlich Sicherheit hat, also volle Transparenz hat, wo stammt das Holz her. Nur so kann man illegales Holz ausschließen. Und wenn dann schon bei drei Produkten, die getestet werden, eins ein Totalausfall ist, dann fragt sich natürlich, hat Gardena in dem Fall seine Lieferanten im Griff oder fehlt hier Transparenz und damit Sicherheit, illegales Holz ausschließen zu können? Uns gegenüber gibt Gardena zu, dass bis zu unserer Nachfrage keine eigenen Holzherkunftsanalysen im Labor stattfanden. Das habe Gardena inzwischen geändert. Fazit bei der Nachhaltigkeit. Gardena tut viel in Sachen Umweltschutz. Doch im Detail hapert's noch. Vor allem bei der Herkunft der verwendeten Hölzer liegt etwas im Argen. Zurück zur Qualität. Jetzt wollen wir wissen, wie gut sind Akku-Rasenmäher von Gardena? Brigitte Schmidtner aus der Nähe von Mainz hat viel Grün in ihrem Garten und macht für uns den Praxischeck. Mit dabei der Powermax 32 von Gardena. Ein Modell von Einhell. Eines von Stihl. Und ein Mäher von Bosch. Optisch unterscheiden sie sich nur leicht. Der Gardena-Mäher wirkt hochwertig, ist gut verarbeitet. Die Einstellung der Schnitthöhe geht etwas schwer. Ohne großen Kraftaufwand lässt er sich aber über den Rasen schieben. Er lässt sich leicht fahren. Geräuschpegel ist auch okay. Aber das Schnittbild ist nicht so schön. Der Rasen ist nicht gleichmäßig kurz. Mit dem Bosch kommt Brigitte Schmidtner gut zurecht. Er ist für sie aber recht laut. Der Mäher von Stihl hingegen ist leiser und lässt sich gut führen. Auch das Mähen mit dem Gerät von Einhell läuft rund. Brigitte Schmidtner hat einen klaren Favoriten. Ich würde den Bosch nehmen. Der liegt sehr gut in der Hand. Er hat Power und er hat einen super Schnitt. Also vom Mähen her finde ich ihn optimal. Das Schnittbild lassen wir am Institut für Agrartechnik der Universität Hohenheim genauer überprüfen. Bastian Stürmer-Stefan testet die Mäher auf einer der Versuchsflächen. Die Mäher sollen die Grashalme auf eine einheitliche Höhe schneiden. Beim Vergleich der gemähten Streifen sieht der Experte deutliche Unterschiede. Einhell und Bosch haben ihn überzeugt. Nicht so das Ergebnis bei Gardena. Beim Gardena haben wir den leichten Nachteil, dass die Schnittqualität ein bisschen ausfranst. Vor allem da, wo der Rasen ein bisschen höher stand. Und wir sehen deutlich, dass der Schnitt nicht auf einer Ebene war, sondern dass wir ein leichtes Wellenprofil auch haben. Für den Schnitt ist vor allem das Messer an der Unterseite verantwortlich. Beim Blick auf die Schneide des Gardena-Rasenmähers erklärt sich für den Experten das mangelhafte Schnittbild. Beim Messer haben wir nach etwa 120 Quadratmetern festgestellt, dass es bereits stumpf war. Normalerweise sollten diese Messer schon so 600, 700 Quadratmeter halten. Ein stumpfes Messer nach so kurzer Zeit? Wir fragen bei Gardena nach.
Wir hatten es hier mit einem defekten Messer in dem Rasenmäher zu tun. Das ist uns leider erst aufgefallen, nachdem Sie Ihren Test gemacht haben. Aber es ist eine kleine Stückzahl, die das betroffen hat. Ich kann Ihnen das hier auf der Zeichnung auch zeigen. Dieses Messer hier ist auf dieser Seite ordentlich geschliffen. Es ist sehr dünne Kante. Und hier auf der rechten Hälfte ist es stumpf. Man erkennt es sofort, dass es hier eine sehr breite Kante ist. Und mit so einem Messer können Sie natürlich nicht Rasen mähen. Gardena verspricht, wer solch einen Mäher gekauft hat, erhält kostenfrei ein Ersatzmesser. Unverzichtbar in jedem Garten sind auch solche Rechen. Wie gut ist das Produkt von Gardena im Vergleich zur Konkurrenz? Der Rechen mit Wechselstiel tritt an gegen das Modell von Wolf, ebenfalls mit Wechselstiel. Dazu ein günstiger Rechen mit Holzstiel der Obi-Eigenmarke Lux. Und ein Modell von Fiskars mit Alu-Stiel. Gartenexpertin Heike Bomgarten macht den Praxistest. Zuerst schnappt sie sich den Gardena-Rechen. Wir haben ihn mit einem Stiel aus Holz gekauft. Es gibt ihn aber auch aus Metall. Mit ihm bekommt sie den groben Dreck schnell von der Wiese. Also ich muss sagen, kann man gut arbeiten, hat einen schönen Stiel, schöne Länge. Das heißt, eine schöne Arbeitshöhe, gut für den Rücken. Nimmt alles auf, was an grobem Material hier ist. Gibt nichts zu meckern. Auch beim Rechen von Mitbewerber Wolf haben wir einen Holzstiel gewählt. Und auch hier gibt's nichts zu meckern. Und wie schlägt sich der schlanke Alu-Rechen von Fiskars? Heike Bomgarten ist skeptisch. Also der Fiskars ist schön leicht, aber in meinen Augen auch sehr instabil. Und wenn man dann drauf tritt, hat man natürlich Folgendes. Das ist nicht nachhaltig. Dieser Rechen ist ein Fall für die Tonne. Zu guter Letzt noch der Klassikrechen von Lux. Metallkopf, festgeschraubter Holzstiel. Er ist schwerer als die anderen Rechen, aber das ist kein Nachteil, findet die Expertin. Also der gefällt mir gut. Der arbeitet leicht und trotzdem zieht er zum Beispiel das trockene Gras aus dem Rasen. Also gutes Werkzeug. Und wie schlagen sich die Rechen im Labor? In der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid lassen wir sie testen. Prüfleiter Piero Horsch soll herausfinden, welcher Rechen am stabilsten ist. Dazu spannt er zunächst den Rechen von Gardena in eine spezielle Vorrichtung. In einer genau definierten Entfernung wird ein Kraftmesser angelegt. Für den Experten sollten Rechen eine Belastung um die 200 Newton aushalten. Dann lässt er die Muskeln spielen und zieht den Stiel nach oben. Schnell wird klar, wo beim türkisfarbigen Rechen die Schwachstelle ist. An den Zinken. 159 Newton. Und jetzt haben wir hier natürlich schon eine deutliche plastische Verformung. Wo man dann auch sagen muss, da ist dann die Gebrauchstauglichkeit so nicht mehr gegeben. Die Zinken schief und krumm. Total verbogen. Jetzt kommt der Rechen von Wolf Garten dran. Hier bleiben die Zinken, wo sie sind. Dafür gibt der Stiel nach. Kunststoffteile brechen, wir haben eine starke plastische Verformung und der Rechen ist natürlich so auch in keinster Weise mehr verwendungsfähig. Und das schon bei einer Kraft von 161 Newton. Der Stieleinsatz des Rechens gebrochen. Wenig überraschend gibt auch das Leichtgewicht von Fiskars nach kurzer Zeit nach. Bereits nach 110 Newton. So ist er nicht mehr zu gebrauchen. Zuletzt wird der klassische Rechen von Lux eingelegt. Und dann passiert es. Ich muss aber dazu sagen, wir haben jetzt 238,6 Newton. Das ist sehr viel und bei normaler Gartenarbeit kaum zu erreichen. Insgesamt hat der Klassiker dem Druck am längsten standgehalten.
Gardena und Wolfgarten im Mittelfeld. Fiskars gab zu schnell nach. Für unsere Expertin gibt's einen klaren Favoriten. Also alle tun ihre Arbeit, aber ich persönlich muss wirklich sagen, ich nehme den klassischen, der gefällt mir am besten, stabil und hat seine Arbeit richtig gut gemacht. Der Günstige gewinnt. Gardena und die anderen am Boden. Das Fazit in puncto Qualität, mal top, mal flop bei Gardena. Der Rasensprenger hat überzeugt. Die Langlebigkeit ist teilweise gut. Die akkubetriebenen Geräte konnten in unseren Stichproben nicht überzeugen. Unser letzter Check. Fairness. Den Mitarbeitern bei Gardena gehe es laut Betriebsrat gut. Die Kollegen seien weitestgehend zufrieden. Es würden in der Regel gute Gehälter bezahlt. Während der Corona-Krise wurde niemand in Kurzarbeit geschickt. Richtig viel gäbe es nicht zu meckern. Also wenn wir sagen, knirscht's, dann vielleicht, ja, wenn wir on top zusätzlich zum Tarifvertrag vielleicht noch ein, ja, auf gut schwäbische Gutzle möchtet, dann das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Für das Jahr 2021 hat das Unternehmen immerhin, wie von den Tarifparteien vereinbart, eine Corona-Sonderzahlung von 500 Euro gezahlt. Außerdem gab es als freiwillige Leistung von Gardena für jeden Mitarbeiter 2 Tage Sonderurlaub. Bei unserer Recherche stoßen wir auch auf das Thema Steuern. Wie geht der Gartenriese Gardena damit um? Werden diese ordnungsgemäß in Deutschland abgeführt? Wir treffen Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Er hat sich für uns die letzte veröffentlichte Jahresbilanz aus 2019 angeschaut und entdeckt, das Ulmer Unternehmen hat Zinsen in Höhe von 1,1 Millionen Euro gezahlt. An die Konzerntochter Husqvarna Finance Ireland in der Steueroase Irland. Die Tochter in Irland gibt einen Kredit von etwa 120 Millionen Euro an die deutsche GmbH und von dort fließen dann Zinsen nach Irland und damit werden Gewinne, die in Deutschland erwirtschaftet wurden, nach Irland verschoben, wo sie dann nur mit 12,5% besteuert werden. In Deutschland müsste Gardena 28,5% zahlen. Es sind ungefähr 1 Million Euro Steuern, die hier in Deutschland dadurch gespart werden. Damit geben wir uns noch nicht zufrieden. Wollen wissen, wer steckt hinter der Konzerntochter Husqvarna Finance Ireland. Wir fahren zur Adresse in Dublin. In diesem Bürokomplex soll die Gardena-Konzernschwester sitzen, angeblich im 8. Stock. Doch auf dem Schild steht ein ganz anderer Name, Centralis Ireland, eine Finanzfirma. Der Pförtner hat die Namen Husqvarna oder Gardena noch nie gehört. Handelt es sich etwa um eine reine Briefkastenfirma, um Steuern zu sparen? Gardena bestreitet das. Solch ein Geschäft mit firmeninternen Krediten in vermeintlichen Steueroasen ist ein Graubereich mit Beigeschmack. In diesem Fall passt es so gar nicht zum seriösen Image des alteingesessenen deutschen Unternehmens. Dort sei man auf Kredite angewiesen. Jetzt könnten wir entweder zu einer Geschäftsbank hier in Deutschland gehen, aber wir haben natürlich über den Konzern die Möglichkeit, das Geld aus dem Konzern uns als Darlehen zu holen. Und genau das ist hier passiert. Aber wieso jetzt von der Steueroase Irland und nicht irgendwie aus Deutschland? Die Husqvarna Group ist, wie gesagt, ansässig in Schweden und hat natürlich ihr eigenes Setup, wie sie eben Finanzierung innerhalb der Firma abwickeln möchte. Dazu können wir als Tochtergesellschaft hier in Ulm natürlich nichts sagen. Das neue Steueroasenabwehrgesetz greift hier übrigens nicht, da Irland offiziell nicht als Steueroase gilt. Unser Fazit. Fairness. Die Gardena-Mitarbeiter sind zufrieden. Eine Steuerersparnis mittels interner Kredite hat aber ein Schmäckle. Dem Unternehmen ist Nachhaltigkeit wichtig. Das Holz sollte aber strenger kontrolliert werden. Das gute Image zahlt sich aus. Viele Kunden greifen zu Gardena wegen des guten Namens. Die Qualität der Produkte stimmt zwar in der Regel. Die Elektrogeräte in unserem Check konnten aber nicht überzeugen. Gardena, Deutschlands Gartengigant aus dem Südwesten. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.